Hallo ihr Lieben, ich bin die Tanja Schläfner. Ich habe unter anderem die Alle Aquarius-Reihe geschrieben und ich wollte euch heute was vorlesen. Ich wollte mitmachen gerne bei diesem Adventskalender von Oetinger und ich habe mitgebracht Weihnachten mit der Alpha Crew. Das ist einer von den Erstlesebänden, also für Lesestarter, für die Kleinen. Da gibt es ja auch Alea-Bände von Simone Hennig und mir. Und hier wird tatsächlich Weihnachten gefeiert und das passt natürlich ganz hervorragend. Und ich habe euch eine Szene weiter hinten aus dem Buch ausgesucht, also ein bisschen gekürzt natürlich. Aber ich glaube, das passt ganz gut, um uns alle so etwas in diese Stimmung zu bringen. Los geht's. Wer möchte noch einen Nachschlag? Fragte Tess und hob die Kelle in die Luft. Es war Heiligabend und die Alpha Crew saß im Salon um den niedrigen Tisch herum. Also auf ihrem Schiff sind sie. Neben ihnen stand die mit unzähligen Lichterketten geschmückte Juckapalme, wir haben nämlich keinen Baum, und leuchtete festlich. Sie hatten mit dem kleinen Ofen kräftig eingeheizt und in der Cruises war es warm und gemütlich. Der Wind hatte über Nacht abgeflaut und das Schiff lag ruhig auf dem Wasser. Sie hatten sogar ein paar dicke Kerzen angezündet, so wie ich heute. Käsesuppe ist mein Lieblingsessen, schwärmte Sammy und ließ sich noch eine Kelle geben. Ben winkte ab. Deine Suppe in Ehren, Tess, aber hier passt echt nichts mehr rein. Er rieb sich den vollen Bauch. Alea und Lennox stimmten ihm zu. Tess hatte es geschafft, eine absolute Bestsuppe zu zaubern. Und alle hatten schon zwei große Teller davon gegessen. Na, das wollen wir doch mal sehen, murmelte Tess und verschwand in der Küchennische. Gleich darauf kam sie mit einer riesigen Pfannkuchentorte wieder heraus. Hier kommt die neue Alpha Crew Original Weihnachtsnachtischsache, rief sie. Pfannkuchentorte ist mein Lieblingsessen, schrie Sammy und stürzte sich auf den Stapel aus Eierkuchen, Erdbeermarmelade und Pfirsichsahne. Für Nachtisch ist immer Platz, Ben lachte. Die anderen ließen sich auch nicht lange bitten. Sie aßen, bis sie beinahe platzten. Nie hatte ihnen Pfannkuchen besser geschmeckt als an diesem Tag. Alea genoss ihr erstes Weihnachten mit der Alpha Crew in vollen Zügen. Sie sangen Weihnachtslieder und futterten Kekse. Jetzt lasse ich was aus. Weihnachten hat mit Essen zu tun, ne? Plötzlich zeigte Sammy auf eines der Bullaugen. Seht mal, wir bekommen Besuch aus dem Meer, quietschte er und seine Stimme überschlug sich. Durch das runde Fensterchen guckte tatsächlich ein Gesicht. Eine Nixe, rief Alea. Das muss Yukiko sein, die ist vorher schon vorgekommen. Schnell warf sich Alea eine Jacke über und rannte mit den anderen an Deck. Alea und ihre Freunde lehnten sich über die Reling. Die Nixe winkte. Guten Abend, Meermädchen. Ich habe gehört, dass hier ein Nachtfest gefeiert wird, sagte sie. Guten Abend, begrüßte Alea Yukiko. Möchtest du mit uns feiern? Danke, nein, antwortete die Nixe. Ich bin gekommen, um eurer Musik zu lauschen. Er hat die singen gehört. Würdet ihr mir ein Weihnachtslied vorsingen? Fragte sie. Alea sah ihre Freunde an. Nichts taten sie lieber als das. Sie sangen Stille Nacht und ihre fünf Stimmen vermischten sich mit der kalten Nachtluft zu einer einzigen. Es klang wunderschön und festlich. Zum Dank verneigte sich Yukiko vor der Alpha Crew. Ich danke euch für alles, rief sie. Zum nächsten Nachtfest komme ich wieder. Das wirst du, Alea lächelte und winkte der magischen nach, die im nachtdunklen Wasser verschwand. Weihnachten hatte Alea daran erinnert, wie wertvoll Freunde waren. Sie hielt ihre Hand in die Mitte und sah die anderen an. Feierlich legten alle Crewmitglieder ihre Hände darauf. Alpha Crew! Schallten ihre fünf Stimmen so laut durch den Salon, dass sämtliche Sternchen an der Weihnachtspalme wackelten. Ja, das war meine kleine Weihnachtsgeschichte von der Alpha Crew. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und erstmal einen schönen Advent und haltet die Ohren steif da draußen. Immer optimistisch bleiben. Tschüss.